Unsere erste Wanderung im Jahr 2024 starteten wir in Oberdorf. Im angrenzenden Nachbarort ließen wir die ehemalige Schäferei links liegen und weiter ging es über Wiesenflächen Richtung Wald. Lohnenswert war der Ausblick auf Stolberg. Wünschenswert wäre, dass die Freunde des Silvesterfeuerwerks bitte ihre Reste auch wegräumen und nicht so lieblos einfach der Natur überlassen würden. Gefällte Baumstämme laden ein, immer wieder kleine Kunststücke mit Niki zu probieren. Weiter ging es erst über befestigte Wege, dann direkt durch den Schlamm, ehe die Strecke wieder besser wurde. Auch Pilze gab es zu sehen. Auch hier gab es eine Outdoor-Einlage. Bedingt durch Regen und Schneeschmelze war der Bach gut gefüllt. Es standen verschiedene Überquerungsmöglichkeiten zur Auswahl, egal ob beherzter Sprung oder direkt durchs Wasser. Beides war möglich. Der Eingang zum Stollen im Wald, der heute unter Wasser stand, hat eine interessante Geschichte. So diente er im Dreißigjährigen Krieg zum Schutz der Bürger von Stolberg. Kurz danach kam die ausgedehnte Baustelle des Heiligen Teiches. Auch dieser hat eine spannende Vergangenheit. Haben sich doch viele Leute früher zusammengetan, um diesen Wasserspeicher anzulegen. Nun wird er grundlegend saniert, was, wie ihr seht, noch einige Zeit dauern wird. Im Sommer und bei wärmeren Temperaturen ist der Picknickplatz eine angenehme Möglichkeit zum Rasten. Der weitere Weg führte zum Teil recht querfeldein, was gutes Schuhwerk und etwas Kondition erforderte. Er wurde mit einem schönen Blick über Gablenz und die umliegende Landschaft belohnt. Auf dem Nachhauseweg war uns die Sonne noch günstig und geleitete uns zurück nach Oberdorf.